Tag 28. Hallo und herzlich willkommen zu Pineview Drive. Zu Let's Play Pineview Drive. Wir... ja... nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Es geht um ein böses Bild. Er hat es langsam in Erinnerung. Ihm fällt es langsam ein, was da war. Aber etwas fehlt noch. Eine Maus. Irgendetwas fehlt noch. Und wir müssen weiter suchen. Licht an. Wahrscheinlich ist hier. Warte mal, Kerze. Jawoll. Kerze. Aber die nützt mir jetzt auch nicht so viel. Da ist auch nichts. Ah, ist das ein Durchgang oder so? Oder so was? Gehen wir nach oben. Sehen wir uns mal oben um. Und da ist eine Kerze. Draußen ist es heller. Kann das sein? Draußen ist, glaube ich, heller als gestern. Oder kommt es von der Kerze? Ist hier noch ein Teil des Fotos? Nein. Vielleicht müssen wir nochmal unten in unseren ersten Räumen gucken. Oder wir schauen da herum nochmal. Licht. Kerze. Keine Kerze. Okay, schauen wir mal. Also, da ist eigentlich nichts. Ist eine Kerze. Aber. Oh, steigen wir sie mit. Den nehmen wir freilich mit, weil sonst ging es uns irgendwann mal raus. Da waren wir in der Wäsche drin. Ja. Wenn dann sogar das erste Mal von dem Bild die Rede war. Ha. Mensch. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Ich habe heute noch nichts zum Mittag gegessen. Ich überlege mir, was könnte ich mir denn heute Mittag machen? Ja, ich lach mich auch kaputt. Kerze an. So. Rede. So, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Wo ist das Bild? Ich muss doch mal die Batterien wechseln. Pixelfehler? Ja, ist ja gut, Herr Clown. Der mir da die Kerze ausgeblasen. So ein Arsch. Mensch, ich weiß echt nicht, wo wir noch suchen sollten. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ach, geil. Dann noch mal. Wahrscheinlich ist es genau da, wo wir schon lange Zeit nicht mehr waren, und ich weiß nicht mehr, wo das war, wo wir schon lange Zeit nicht mehr waren. Verstehst du, was ich meine? Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, gehen wir nochmal ganz zurück ins Foyer. Zum Haupteingang. Und von da starten wir die neue Suche. So, ups. Das war die falsche Tür. Ich meine diese hier.
Und dann gehen wir nochmal alle alten Räume ab. Da war nix. Da ist auch nix. So, dann schauen wir. Da ist das Schlafzimmer. Da ist sowieso nix. Weil sonst wäre es ja zu einfach. Da ist auch nix. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Nase juckt. Ach ja. Das Jagdzimmer, da liegt auch nichts. In irgendeinem Zimmer muss das Bild sein. Das letzte Teil vom Bild. Der letzte Teil. Nicht wo. Hier haben wir den ersten Hinweis erhalten. Wisst ihr noch? Tag 1. Ach so, ich dachte mir gerade, wo geht es denn hier hin? Weil es ist auch bis der erste Teil, der erste Trakt quasi. Na komm. Lustig gemacht. Aber da gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nur nochmal neue Batterien. Das ist doch super. Eine super Sache. Tag 28 haben wir heute. Schauen wir ins Musikzimmer. Yes. Oh, böses Foul. Hat mir gleich wieder alles abgezogen. Ich muss die Ding finden. Ich muss mich erholen von dem Schreck und die Ding finden, weil sonst habe ich ein Problem. Jetzt fängt das Spiel dann wieder von vorne los und die dürfen erneut suchen. Das will ich nicht. Da waren wir schon. Wo könnten wir noch suchen? Wo könnten wir noch suchen? Wo ist der vierte Teil des Bildes? Oder war ich nur wieder zu blöd und bin dran vorbeigelaufen? Ich weiß es echt nicht mehr. Wollen die mich irgendwo hinlocken? Aber im Fernsehzimmer war ich doch auch schon. Vielleicht müssen wir uns da einen Abstellbereich mal gucken. Mal durch. Ja, also, das bedeutet, wir spielen nochmal Tag 27 oder 28, war das jetzt 28 oder 27, ich weiß es schon gar nicht mehr. Tag 28 war es. Also, let's play again, Tag 28. Hallo und herzlich willkommen im Peinvergreif, in der letzten Folge von Tag 28. Sind wir gestorben, weil uns so eine blöde Vogelscheuche erschreckt hat. Sind wir vor Schreck gestorben. Und wir haben den Hinweis immer noch nicht gefunden. Immerhin wissen wir, wo wir nicht suchen müssen. Aber ich weiß auch nicht, wo ich suchen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Nichts. Natürlich nicht. Schauen wir mal nach draußen. Vielleicht liegt draußen auf dem Tisch irgendwo was. Warte mal, dazu müssen wir Schachzimmer halt. Nee, ach so, wir sind oben. Wir sind über dem Fernsehzimmer.
Weißt du was, dann können wir am Haupteingang auch rausgehen. So. Ja, ist ja gut. Pass auf, jetzt platzt da gleich wieder die Vase. Ah, okay. Ja, ist nicht gelöst. Jetzt sehr gut. Vielleicht hinten auf dem Tisch. Die letzte Dings. Ja, die Vorgeschichte folgt mich wieder. Ich krieg's mit. Böse Vogelscheuche. Auf dem bösen Bild. Ja, ist gut. Soll ich mich umdrehen, damit Ruhe ist? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Jetzt ist wahrscheinlich noch keine Ruhe. Ah, ich sehe noch Batterien. Sehr gut. Warte mal, die nehmen wir gleich mit. So eine schöne Petroleumlampe, die gefällt mir. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Aber jetzt lassen wir uns mal erschrecken. Wo ist sie denn? Sie ist eine Vogelscheuche. Hier ist noch eine Lampe drin. Hallo, grüß dich. So. Du hast bereits einen Versatzbatterie. Wahrscheinlich ist die draußen ein guter Hinweis. Weil drinnen haben wir ja schon alles abgesucht. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Halt. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Hat es gerade was? Warte mal, vielleicht müssen wir mal darauf gehen. Ach, da ist bloß der Schacht zu nehmen. Ja, jetzt sind wir wieder da in dem Moment. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus hier. Hier ist es. So. Morgen, vorletzter Tag. Bleibt dran. Bis dann. Es fällt mir wieder ein. Es war die Puppe. Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen.